Liebe Community, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zum 33. Part des Fußballmanager 2014 mit dem VfL Wolfsburg. Und wir sind hier zu Gast, zu Hause gegen Borussia Dortmund am 12. Spieltag und ich versuche hier gerade einen neuen Gameplay-Patch. Und zwar der gute Puh-Gameplay-Patch auf der Seite von FM Corner. Hier sieht man eine Wiederholung von dem Schuss, der ins Ausging. Und ich habe mal gedacht, heute bei dem Spiel gegen den BVB kann man ruhig mal was Neues ausprobieren. Und ich bin mal gespannt, wie er bei euch ankommt. Und dann könnt ihr vergleichen, welcher für uns besser ist. Goretzka mit dem Pass. Diego. Zu Olic. Doch er am Abseits. Hier sehen wir es. Abseitssituation. Und Abstoß hier für Weidenfeller. Und am letzten Spieltag habt ihr den Sieg von unserer Mannschaft gesehen. Allerdings im Textmodus haben wir das Spiel relativ erst in der zweiten Halbzeit für uns entschieden. Und hier Marco Reus. Neben Dresch. Flanke nach innen. Klose ist da. Zur Stelle. Jesse. Zu Diego. Zu Olic. Olic gibt ab zu Arnold. Der kommt nicht vorbei. Bender. Gustavo ist wieder dabei. Nach seiner Verletzung. Naldo. Zu Olic. Der nicht schlecht, sein Schuss hier. Und es gibt hier Ecke für uns. Getreten von Diego. Kommt rein. Arnold daneben. Aber schöne erste Chance hier von unserem Mann. 13 Minuten gespielt. 0:0 noch. Und ich bin mal gespannt, ob das auch so weiter anhält. Wir sind immer noch Tabellenführer. Müssen jetzt aufs Parallelspiel gucken, wie sich der Club schlägt in Gladbach. Weil die momentan mit 2 Punkten hinter uns stehen. Jesse kommt hier vorbei, ein Großkreuz. Flanke nach innen. Doch Olic mit dem Rücken. Konnte den Ball nicht sehen. Klose, Lewandowski legt vor zu Reus. Der hier mit dem Ball. Nach außen, doch da ist niemand. Es gibt einen Wurf, Folge richtig für uns. Goretzka. Und ein Wurf für Dortmund. Laschikowski, Naldo ist da. Zu Klose, der zu Diego, der zu Olic. Olic. Schmelzer ist da, Arnold. Bisschen zurückgelaufen, Gustavo. Zu Olic. Olic. Kein Problem für Weidenfeller. Der Patch ist eigentlich an sich gar nicht mal so schlecht. Leverkusen 1:0. Robbie Kruse. 25. Gustavo zu Olic. Kommt wieder an den Ball nach außen zu Jesse. Kommt aber nicht an Großkreuz vorbei. Naldo. Goretzka. Nach außen. Jakub Blaschikowski, der Pole, am Ball. Immer noch Blaschikowski. Flanke nach innen. Naldo ist da, rettet da noch vor dem einschussbereiten Lewandowski. Arnold zu Olic, der jetzt gelegt wird von Gündogan. Es gibt Foul. Naldo. Diego hat den Ball. Goretzka kommt vorbei. Olic. Okay, Blaschikowski vor zu Lewandowski. Abseits. Ganz klar zu sehen hier. Und jetzt Freistoß wieder von Naldo. Auf Olic, der wollte es direkt machen. Dortmunder konnte blocken. Blaschikowski. Blaschikowski ganz alleine. Blaschikowski. Zu Lewandowski, der mit dem 1:0, 36. Minute. Das war abzusehen. Wenn man Blaschikowski ja dann alleine kontern lässt, dann war es klar, dass es folglich passieren muss. Hier sehen wir es nochmal nach innen zu Lewandowski. Der überläuft Benaglio. 1:0 Dortmund.
Arnold zu Naldo. Naldo zu Rodriguez. Jesse zu Goretzka. Kommt nicht an Gündogan vorbei. Rodriguez wieder am Ball. Mann. Benaglio kommt raus mit dem Pass zu Trash. Trash mit dem Pass zu Gustavo. Gustavo, sein Pass ist zu kurz. Klose. Wird hier gefault, gibt Freistoß. 45. Minute, 2 Minuten Nachspielzeit. Klose zu Luis Gustavo. Kommt vorbei. Kommt aber nicht an Zubicic vorbei. Klose zu Trash. Der kommt vorbei. Goretzka. Kommt nicht an Gündogan vorbei. Blaschikowski. Jakub Blaschikowski. Naldo. Kriegt er ihn noch? Naldo. Jetzt wird hier Lewandowski angespielt. Gibt Freistoß und das müsste es gewesen sein. Diego. Großkreuz, Bender, Gündogan. Gündogan mit dem Heber nach vorne zu Blaschikowski. Benaglio kommt raus. Diego. Und Halbzeit. Hier steht es jetzt 1:0 für Dortmund. Und Nürnberg noch mit einem 0:0. Also bislang ist da noch alles in Ordnung. Spielergespräche. Ach du Herrliche. Kritisieren wir Olic. Kritisieren wir Goretzka. Kritisieren hier Gustavo. Kritisieren hier Benaglio. Und motivieren mal Chess. Jesse. Halbzeitansprache. Geht draußen, spielt ordentlich Fußball, habe ich gesagt. Das funktioniert bis jetzt noch nicht. Das sage ich. Ich weiß, dass ihr das besser könnt. Und dann gehen wir mal so in die zweite Hälfte. Und gucken mal Mkhitaryan zu Sokratis, zu Bender, Mkhitaryan, Heber nach vorne, Gustavo ist da, Klose, Goretzka, zu Diego, wollte zu Olic anspielen, sein Pass war ein bisschen zu kurz, Bender nach außen zu Reus in den Lauf, Marco Reus, nach innen, Rodriguez hier klärt zur Ecke. Es hätte aber auch ein Auge gehen können. Ecke von Gündogan. Subotic. Benaglio ist da. Großkreuz. Subotic, jetzt steht er im Abseits. Und es gibt hier folgerichtig Freistoß. Von Benaglio. Jesse mit dem Kopf, weiter zu Goretzka. Gündogan, Diego, Gustavo zu Klose. Der zu Jesse. Kommt im ersten Moment nicht vorbei. Und es gibt Einwurf hier für uns. Rodriguez auf Jesse. Der mit der Flanke, die ein bisschen zu kurz war. Klose nach rechts zu Trash. Lewandowski am Ball, spielt nach außen zu Reus. Kein Abseits, Marco Reus. Blanke nach innen, Blaschikowski, 2:0, Dortmund. 59. Minute. Es darf doch nicht wahr sein. Darf es doch echt nicht sein. Kuh für Goretzka. Bakkali für Arnold. Und Martial für Olic. Dreifachwechsel, mal gucken, wie die Jungs hier reagieren. Und wir sehen Blaschikowski alleine. Jetzt kommt der Dreifachwechsel. Mal gucken, ob er was bringt. Bakkali zu Diego. Der zu Bakkali. Der zu Luis Gustavo. Der zu Martial. Der weiter zu Jesse. Der zurück zu Kuh. Der zu Diego, der zu Martial. Nachschuss 1:2, 64.
Da hat der erste Wechsel schon mal gut funktioniert hier. Jetzt sehen wir es nochmal. Ersten Versuch, dann im zweiten Versuch. Nur noch 1:2, 24 Minuten noch zu spielen. Mkhitaryan zu Subotić. Bender. Klose geht drauf. Martial. Mkhitaryan zu Reus. Reus. Okay, Kuh ist da. Erstmal ein Pass nach vorne. Stuttgart 5:2 in Freiburg. Großkreuz. Immer noch Kevin Großkreuz, Gündogan. Kuh ist da. Ball zu Martial. Der wollte nach außen. Bender wird jetzt hier aus dem Platzspiel genommen. Dann gleich Gündogan. Naldo ist da. Gustavo. Klose. Gustavo. Kuh. Mit dem Pass zu Jesse. Der legt den Ball vor zu Rodriguez. Kein Abseits. Rodriguez Flanke nach innen. Martial Kopfball. Ging leider über das Tor. Hier sehen wir es. Und ich hier, man sieht, der ging an den Pfosten und dann ist aus. Jetzt kommt der Wechsel hier. Sebastian Kehl für Sven Bender. Noch 11 Minuten hier. Schmelzer, Bakali kriegt den Ball, Martial. Auf Diego. Großkreuz. Ball nach vorne. Benaglio kommt raus. Gibt den Ball zu Rodriguez. Mkhitaryan. Kuh. Nach außen zu Jesse. Sokratis. Mit dem Fehlpass. Diego. Direkt auf den Mann. Weidenfeller hier. Mit einer guten Parade. Und der Ball geht erstmal aus. Gibt Einwurf. 4 Minuten hier noch zu spielen. Jesse. Auf Kuh. 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 Rodriguez. Und es gibt Ecke. Und nochmal ein Wechsel. Marco Reus verletzt das Feld für ihn. Nuri Sahin jetzt in der Partie. Diego mit der Ecke. Trash. Nach außen zu Bakali. Der wird gelegt und es gibt Elfmeter. 90. Minute. Diego. Ausgleich. 2:2. Wunderbar. Gleichen wir das Spiel noch in der 90. aus. So, 2:2, 65. und 90. Martial und Diego. Sahin. Nuri Sahin noch am Ball hier. Lewandowski, 3:2. Das darf doch nicht wahr sein. Und wir sind immer noch Erster. Sehen es hier knapp. Martial zu Bakali. Der zu Klose. Und wir verlieren das Spiel hier noch. In der allerletzten Minute mit 3:2. Wir sind hier nochmal gut dran gekommen. Der Anschluss zum 1:2, dann 2:2. Und in der letzten Minute gehen wir das Spiel noch mit 3:2 her. Es war an sich ein ganz interessantes Spiel gewesen hier mit dem Gameplay-Patch. Gladbach gewinnt mit 1:0. Und wir sind, glaube ich, damit noch weiterhin Tabellenführer. Und ich würde mal sagen, wenn euch die Folge hier Spaß gemacht hat, würde ich mich über den Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert mich und verpasst keine Folge. Und wie es weitergeht, seht ihr dann im Nachbericht. Und euch wünsche ich noch einen wirklich wunderschönen ersten Neujahrstag. Genießt ihn. Und ich hoffe, dass für euch das neue Jahr ein ganz gutes wird. Von daher, macht es gut. Servus.